Zu fragen, warum wir kämpfen, ist zu fragen, warum die Blätter fallen. Es liegt in ihrer Natur. Vielleicht gibt es eine bessere Frage. Kämpfen wir, um Heimat und Familie zu beschützen, um Gleichgewicht zu wahren und Harmonie zu schaffen. Für uns ist die wahre Frage die folgende: Wofür lohnt es sich zu kämpfen? Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge World of Warcraft. Wir befinden uns jetzt hier auf dem Schiff, also sprich praktisch, na, also ein bisschen mehr. Das Schiff befindet sich im Hafen, so wie ich es gesagt hatte. Wir müssen aber leider ein bisschen, also ich bin jetzt hochgeflogen, man kann auch anderes der Wege hochfinden, indem man sich hochfliegen lässt. Ich habe das jetzt so genommen, um die Quest abzugeben, neue annehmen. Und ab geht's nach Pandaria. So, wie wir jetzt schon auf der Karte sehen können, haben wir hier Kalimdor, östlich, also die östlichen Königreiche, Nordend, wo wir schon waren. Hier unten ist Pandaria, die verheerten Inseln, da kommen wir auch noch hin, und dann Zandalar und Kul Theras. Für Draenor müssen wir leider auf eine andere Karte. Wir fliegen
schon seit Stunden durch diesen Nebel, General. Die Besatzung wird unruhig. Zurück auf euren Posten, Soldat. Wir werden dieses Land finden oder beim Versuch sterben. Land in Sicht! Ein Allianzschiff, Backbord! Angriff! Böser Treffer. Ich glaube, wir sollten von dem Schiff runter. So, also gleich in die Rettungsschiffe und abtrab. Oh je, böswilliger Treffer. Es hat bloß, ich muss das ob ab. Oh nö! War es schon so lange her, wo ich hier war? Ja, da müssen wir als erstes hin. Oh, guck mal, noch ein Spieler. Für die Horde. So. Das annehme. Soldaten der Sonnenwehr getötet. Okay. Ja, jetzt muss ich aber erstmal runter, um die zu töten zu können. Der B6 sagt, erstmal muss ich an Kanone ran. Und die haben wir hier. So, los geht's. Die Kameraführung ist wieder ein bisschen kacke. Ja, aber wir kriegen es hin. Ja, 30, 7, oh, da geht doch schon was. 39, wir haben es ja bald. Ein bisschen über die Hälfte. Schön immer auf die Fässer schieße. Jetzt ein bisschen flotter. Ja, wie gesagt, mir geht es heute nicht so prickelnd. Aber okay, ich wollte jetzt nicht das Video ausfallen lassen, deswegen setze ich mich gleich dran. Und mache eins. Da hat man dann mal frei und dann kann man den auch noch mit Krankheit verbringen. Ah ja, passiert. So. Also nicht böse sind, wenn ich mal nicht so viel erzähle jetzt die ganze Zeit. So, was sagt er uns als nächstes? Wir dürfen uns was aussuchen. Will ich einen Stab? Nein. Streitkolben will ich auch nicht. Was gibt mehr Kohle? Das da. So. Was will er? Ah, Abseiler. Gut, muss ich jetzt gucken, wo das war. Da ist ein Seil. Drüber nicht auch Seil, ne, nur durchs Seil. Na, dann seilen wir uns mal ab. Haben wir eine Abseile. Tschup. Und schon sind wir auf Pandaria. Oder Pandaria, hab ich gesagt. So, der macht mir nichts. Wo ist denn eigentlich mein Tierchen? So, dann melden wir uns gleich auf unser provisorischen Schützpunkt. Spitze des Hordenspeers darzustellen. Es gibt keine größere Ehre. Töte 15 Truppe der Donnerwehr, okay. Wir kämpfen weiter. So, dann müssen wir jetzt mal darüber.
Haben wir hier noch irgendwo was, was wir einsammeln können schon mal? Nope. Wir haben doch einen Wasserschreiter, warum soll ich schon schwimmen? Zack. Und da haben wir der erste. Level 80 ist nicht so das Problem. Oh, es sind schon zwei, da hat schon jetzt gut gesteckelt. Na komm her. Ein bisschen Heilung auf mich. Ein bisschen Heilung auf Spinny. Und somit haben wir schon zwei erledigt. So, Munitionslager müssen wir auch noch zerstören. Das kriegen wir auch hin. Kann ich? Na, schießen wir den mal kaputt raus. Dann wird es dann so viel mit der Kanone rum. Einmal. Oh, da hat aber nicht viel gehabt. So, wo hat er da unsere Munitionslager? Geht doch. 1 von 10. Ja, da drüben steht noch 2, also. Oh, da schießt schon auf mich. Autschen. Oh, das ist schon die nächste. Spinny, bitte? Hallo? Mal gucken, ob das jetzt überhaupt noch eingeschaltet ist. Das Knurren sollte doch eingeschaltet sein. Nach dem letzten Patch, was ich vergessen habe zu sagen, ist, dass das Knurren jetzt automatisch in der Instanz ausgeschaltet wird. Also man muss es als Jäger nicht mehr suchen. Das passiert jetzt automatisch. Den nehmen wir noch mit, der kommt sowieso, wenn wir zu nah rankommen. Diese Gnominge. Man braucht sich also keine Gedanken mehr zu machen, sobald man die Instanz betritt mit anderen Spielern, ist es so, dass das Knurren von den Tieren oder von den Pets wird dann ausgeschaltet. Das heißt also, man braucht sich keinen Kopf mehr drum zu machen, dass man das irgendwie abspottet, weil es dann halt schon immer ein bisschen nervend ist für die Krieger, die Akku zu halten, weil das Tier alle paar Minuten Spott macht. Ist dann nicht so prickelnd. So. Nur am Mantege trinken, wo ich mal gemacht habe. Hier haben wir auch neues Essen bekommen. Hält auch schon ein bisschen mehr. Einmal. Das machen wir auch noch kaputt. So, und dann gehen wir mal da rüber, da ist auch noch einer. Oh, die arme Sau brennt mal. Oh, und put. So, jetzt fehlen nur noch 4, das ist nicht das Problem. Nehmen wir einfach den da noch mit, da gehen wir in den Luft, da oben sind bestimmt noch einige. So, da haben wir noch einen. Ach, das hasse ich so an der Treppe. Du musst meistens ganz hoch laufen, dass du irgendjemand siehst. Die Abfolge ist immer noch ein bisschen doof gemacht. Gesundheit sieht gut aus, Spinne sieht gut aus. XP kriegen wir genug. Das ist doch schön. Das heißt, wenn es gut läuft, müssen wir hier nicht viel machen. Dann können wir schon gleich ab nach Draenor, weil wir dann schon 90 sind. Bis 100 und dann von 100 rüber gleich zur Legion bis 110 und dann haben wir ja schon fast das Endlevel erreicht. Was? Ein Heiler? Ja, dann machen wir gleich weg. Trainer Heiler. Pui, bäh, weg. So, hier haben wir noch mehr als genug von dem ganzen Kram, was wir brauchen. Spinne könnten wir fangen, theoretisch. Na komm, wir nehmen das da hinten noch. Wir brauchen hier noch 3. Einmal.
Wurmer. Den brauchen wir auch noch. Oder besser gesagt, sie, Entschuldigung, ich wollte ja nicht so diskriminierend sein. Ja. Oh, eine Elfe. Ja, das ist auch unsere letzte Elfe, wo wir brauchen. So, beide Aufträge. Ist der wahnsinnig, der Träger. So, beides erfüllt. Gehen wir wieder zurück. Oh, wir müssen jetzt hier hoch. Okay, wir werden jetzt gleich wieder angegriffen. Das ist nicht so schön. Noch im Kampf, aber mit wem? Hm. Naja, schauen wir mal nach. Ja, komm einfach mit. Wir kämpfen dann ein bisschen auf die Treppe. Oh, da kommt schon der nächste mit. Bin ich brauche ein bisschen Heilung. Ach, überall die kleinen Kämpfer oder die Gnome. Oh, zwei Brüder anscheinend, ne? Einmal. Oh, Spiel braucht noch ein bisschen Heilung. Und zweimal. Ah, da kommt sie auch noch jetzt. Ich glaube, ich bin ein bisschen falsch gelaufen, aber okay, das ist egal. Wir nehmen einfach die XP mit. Das passt schon. So, wieder eine. Haben wir aus dem Boden genuckelt, das gibt's ja bald gar nicht. So. Hier sind schon ein paar Verletzte. Ah, da hätten wir das auch kaputt machen können hier. Ja, komm, wir nehmen die Schmidt. Ich kämpfe bei der oberen Treppe. Jetzt muss der da hinten sich noch einmischen, oder was? Oh, 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 oh. Aus solchen Dingern sollte man immer schön rausgehen. Oh. Oh, da sind schon unsere Truppe drin. Komm, dann unterstützen wir ein bisschen. Oh. Na komm, wir können auch weitergehen. Du musst ja doch stehen bleiben. Die heilige Nova. Zack, zack. Okay, dann gehen wir einfach hoch. Da ist ja unser Sturmführer. Zack. Blut und Donner. Mögen unsere Feinde vor euch fliehen. Und das nächste. Oh, nicht mehr viel, haben wir schon wieder Level ab. So. Aber in diesem Sinne bedanke ich mich bei euch, auch wenn die Folge mal ein bisschen ruhiger war, weil es mir nicht so gut ging. Lasst bitte einen Kommentar da, Daumen hoch, argumentiert, teilt mein Video. In diesem Sinne, tschüss.